Guten Morgen, Herr Hasenhohn. Guten Morgen. Was wollen Sie? Der Herr Direktor wünscht Sie zu sprechen. Wer? Der Herr Direktor. Kommen gleich. Bitte sehr. Schauen Sie. Herein. Herr Hasenhohn, Sie waren immer ein pflichtgetreuer Beamter. Der Schnellzug nach Prag geht um 10.35 Uhr. Die Firma Schilling & Company befindet sich Kronenstraße 11. Herr Direktor, ich soll nach Prag fahren? Ja. Und heute? Ja. Bitte, kann das nicht bis morgen sein? Warum? Wir haben heute Sitzung der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich bin nämlich Kommandant. Das ist leider ganz unmöglich. Wir haben Sie zum Finanzverwalter der Firma Schilling & Company ernannt. Ich gratuliere Ihnen. Oh. Sie fahren also nach Prag. Herr Generaldirektor Bruckmann erwartet Sie dort persönlich. Wir haben Ihre finanzielle Lage eingehend geprüft. Sie sind eigentlich schon längst pleite. Ah, tatsächlich? Ei, ei. Trotzdem halten wir Ihr Unternehmen für lebensfähig. Nur müssen Sie Ihre Privatausgaben ein wenig einschränken. Sie haben doch eine Freundin, die Sie sehr viel Geld kostet, nicht wahr? Oh ja. Hübsch, natürlich. Ach, wundervoll. Natürlich, versteht sich. Aber das hilft nichts. Sie müssen Schluss machen. Ja, wenn das so leicht wäre. Es muss sein. Es muss gespart werden. Ja. Es gäbe allerdings eine andere Möglichkeit, Ihre zerrütteten Finanzen aufzufrischen. Ich weiß. Eine Heirat mit der Tochter des Konsul Wieland? Ja. Und nur weil sie 4 Millionen hat? Herr Konsul Wieland hat mir versprochen, Sie zu besuchen und seine Tochter gleich mitzubringen. Und 4 Millionen. Bin neugierig, wie die aussieht. Also du hast mich doch nicht hierher geführt, um mir hier Schlager vorspielen zu lassen, Alterchen. Och, nenn mich doch nicht immer Alterchen. So alt bin ich doch noch gar nicht. Du willst mich hier verheiraten mit dem jungen Schilling? Aber Alterchen, das machst du so falsch. Ich kenne doch den Mann gar nicht. Also der Generaldirektor Bruckmann hat mir erklärt, das ist ein Also der Generaldirektor Bruckmann soll sich um seine Angelegenheiten kümmern. Den Mann, den ich heiraten soll, den muss ich mir selber ansehen. Sehen wir uns an? Ah, guten Tag, Herr Konsul. Oh, fast hätte ich Sie nicht erkannt. Erinnerst du dich nicht? Das Fräulein war ja bei mir im Büro beschäftigt. Ja, stimmt. Sie sind jetzt hier in Stellung? Nein, noch nicht. Ich suche hier eine Stellung als Sekretärin. Papili, ich habe eine herrliche Idee. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich an Ihrer Stelle um den Posten bewerben würde? Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Na, natürlich. Kannst dir doch denken, warum. Aber das geht doch nicht, Fräulein Wieland. Aber warum? Das geht doch ausgezeichnet. Würden Sie mir Ihre Papiere für ein paar Tage leihen? Oh, verrückt. Gerne. Aber wir werden Sie schon sehr gut entlohnen, Papa. Yeah. Ich danke Ihnen vielmals. Wir haben einen Vertrauensmann nominiert, der auch Ihre privaten Verpflichtungen liquidieren soll. Was für einen Kerl haben Sie mir denn da auf den Hals gesetzt?
einen unserer zuverlässigsten Beamten, Herrn Haselhuhn. Sie sind Verkäufer? Ja. Sie sind Verkäufer? Ja. Ich möchte... Grammophonplatten. Da. Dort. Dort. Wer will dort? Wer will dort? Wer will dort? Das ist kein Grammophongeschäft, das ist ein Wirtshaus. Wo ist das Büro? Schach. Matt. Ja, was ist das? Also den Posten kriegen Sie. Glauben Sie? Ja, weil Sie nämlich hübsch sind. Und wir hier bei der Firma Schilling darauf den größten Wert legen. Der Chef nämlich... Sagen Sie, ist der Dienst hier anstrengend? Anstrengend? Bis 10 Uhr kommt überhaupt niemand her. Und nach 10 Uhr größte Ruhe. Kein lautes Wort. Ihr Faulpilz, Kreuzworträtsel lesen, hat noch die Frechheit... Da ist euer Kreuzworträtsel aufgelistet in Fetzen. Ja, was machen denn Sie hier für einen Lärm, Sie verrußter Lautsprecher? Zigarre weg. Wer sind Sie? Mein Name ist Stöpsel. Da werde ich der Stöpselzieher sein. Heraus! Ja. Hinaus! Wo ist der Chef? Chef, für ja. Sie, für Sie ist der Chef ja. Nicht zu sprechen. Oh, wieso? Hören Sie dazu? Oh, wie verlaufen Sie sich doch? Wissen Sie, wer ich bin? Ach, da sind Sie ja, mein lieber, guter Haselhuhn. Ach, Herr Generaldirektor. Einen Moment. Das ist der Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aha. Herr Schilling. Angenehm. Oh, einen Moment. Was ist das? Machen Sie es gut, lieber Haselhuhn. Schaffen Sie hier Ordnung. Jawohl. Oh. Ich hab kein Federweiß drin. Ich gehe jetzt. Stöpsel, zeigen Sie Herrn Haselhuhn die Büros und die Lagerräume. Sie sind ja jetzt der Herr im Hause. Also bitte. Verzeihung. Konnte ja nicht. Nichts reden! Komm. Hier. Na? Denn. Na? Jetzt gehen die Handschuhe leicht. Jetzt gehen die leicht. An der Kleidung sehen Sie doch gleich, dass ich etwas Besseres bin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie wünschen? Ich komme wegen des Postens. Ach so, die neue Sekretärin. Ja. Sie machen den denkbar besten Eindruck, Fräulein. Tja, und Ihre Gehaltsansprüche? 1500 Kronen. Aber Fräulein... Zu viel? Na, sagen wir, ab nächsten 1. 500 Kronen mehr. Am 1. kriegt jeder 500 Kronen weniger. Dafür wird doppelt so viel gearbeitet. Ach, das ist ja interessant. Sie waren bei Konsul Wieland in Stellung? Ja. Hören Sie, hat er nicht auch eine Tochter? Ja, hat er. Ungefähr in meinem Alter. Hübsch. Gottes Geschmackssache. Interessieren Sie sich für das Fräulein? Ich? Nein. Ich... Ein Freund von mir hat... Ein Freund? Ja. Wenn Ihr Freund aber nur auf die Mitgift abgesehen haben sollte, da wird er wenig Glück haben. Er wird doch nicht so dumm sein und sich etwas merken lassen. Der kann man aber nichts vormachen. Die ist ja so gerissen. Gerissen? Hab ich nicht gern. Also, liebes Fräulein, Sie sind engagiert. Sie können Ihren Dienst sofort antreten. Morgen, Bubi!
einen Kuss? Warum denn plötzlich so schamhaft? Wer ist denn das? Meine neue Sekretärin. Sie haben geklingelt, Herr Chef. Führen Sie Fräulein Müller, unsere neue Sekretärin, zum Personalchef. Richtig, hier sind ja die Theaterkarten für heute Abend. Du, das Personal kommt doch. Stöpsel, großer Applaus nach jedem Auftritt. Darauf können Sie sich verlassen, Fräulein. Also verteilen Sie das. Ach, ich habe Angst für heute Abend. Der Text von dem neuen Schlager, der gefällt mir gar nicht. Eine intelligente Schönheit. Hör dir das mal an. Das sagen Sie, was kann an so einem Mann schon sein, wenn er so sitzenrein und so korrekt. Er geht durchs Leben wie mit einem Heiligenschein und alles hat vor seinem guten Ruf Respekt. Nichts verlockt ihn, er ist unerbittlich, keusch und sittlich, nichts verfängt bei ihm, auf nichts lässt er sich ein. Ich glaub, er predigt Wasser und trinkt heimlich Wein. Na und was ist schon dran an so einem Mann? So ist das schnell und sauber sortiert. Also nicht einmal diese lumpigen 10.000 Kronen willst du mir geben. Willst, wollen ist gut. Ich kann nicht. Dann auf Wiedersehen. Aber sei doch nicht kindisch. Moment mal. Hallo? Hallo. Bringen Sie doch mal die Kasse herüber. Sofort, Herr Chef. Nur siehst du, jetzt kriegst du doch noch dein Geld. Tragen Sie die Kasse hin. Erlauben Sie. Was? Erlauben Sie. Was? Erlauben Sie. Ich bin Ihr Revisor. Yeah. Der Krieger. Krieger ist mein Servus. Name. Servus. Du kennst mich nimmer? Wir sind doch zusammen in die Schule gegangen. Schlag fest, ich will auch drankommen. Nein, wie ich mich freue. Ach, bitte tritt doch näher. Ja. Mach dir's doch bequem, Haselhuhn. Bist du noch ledig? Na, natürlich. Du hast nie gern etwas mit Frauen zu tun gehabt. Ein einziges Mal erinnere ich mich, dass du eine Affäre mit einer Frau gehabt hast. Damals In Kolin. Kolin, ja. Nein, du erinnerst dich noch, die sich ins Wasser stürzen wollte. Ja. Hast du jemals etwas von dem Kind gehört? Gott, nicht davon sprechen. Was ist das? Privatkonto unseres Chefs. Privatkonto? Ja, ja, ja. Sie, was er in einem Monat abgehoben hat. 20.000, 10.000, 5.000, 40.000 für einen Chinchilla-Mantel. Er trägt Pinchle-Mantel? Nicht Pinch, Chinchilla-Mantel. Chinch ist eine Geliebte. Er hat eine Geliebte? Die kostet ja so viel Geld. Neulich erst hat er eine Villa gekauft
um 1 Million Kronen. Die Einrichtung kostet allein 250.000. Hallo, Kasse? Hier ist die Kasse. Aber bei dieser Kasse gibt es für Sie keine Kasse. Sie wollen selber kommen. Bitte kommen Sie gut. Also Applausprobe für heute Abend. Ob Fräulein Angora kommt, ob sie geht, ob sie lacht oder weint, ganz egal, was sie macht. Applaus, Applaus, Applaus. Also probieren wir es mal. Das ist die Bühne und ich bin jetzt Fräulein Angora. Aber, meine Herrschaften, nicht lachen. Applaudieren sollt ihr doch. Noch einmal. Ach, wo stecken Sie denn mit dem Geld? Wie lange soll ich... Ach, Herr Haselhuhn. Ja. Nun, haben Sie schon alles inspiziert? Wie gefällt Ihnen denn mein Personal? Personal? Das ist kein Personal, das ist ein Vergnügungskomitee. Das ist kein Büro, das ist ein Lunapark. Was macht ihr da? Wir klatschen. Wir klatschen. Sind wir im Theater oder im Büro? An die Plätze! Und Sie, alter Esel, stellen sich da hinauf wie ein Monument eines Dorftrottes. Lieber darf ich euch auch. Sie müssen nicht denken, Herr Haselhuhn, dass es hier immer so ist. Es ist doch nur wegen der Premiere heute Abend. Premiere heute Abend. Ja, übrigens, möchten Sie heute Abend nicht ins Kabarett gehen? Erraten, ich möchte nicht. Auf alle Fälle lasse ich Ihnen die Karte hier. Na, nun seien Sie doch ein wenig gemütlich, ich Herr Haselhuhn. Ich bin gemütlich, ich bin lustig. Geben Sie mir eine leere Zigarettenschachtel und ich spiele damit den ganzen Nachmittag wie ein Hündchen. Aber im Amt bin ich ein Hund von Baskerville. Und das Fräulein lassen Sie schwimmen. Na, das geht ja nicht so rasch. Dann lassen Sie sie Wellen reiten. Das geht rascher. Und wissen Sie das Allerneueste? Na? Die Villa wird verkauft. Warum klopfen Sie nicht, Fräulein? Warum lassen Sie sich nicht melden? Sie kommen da hereingeweht wie ein Butterbrotpapier am Weekend. Warum grüßen Sie nicht? Wenn eine Kuh in den Stall kommt, macht sie auch Mu. Mu. Na, verlamm. Da wäre ich ja doch Herr Haselhuhn. Meine Freundin, Fräulein Angora. Wie heißt sie? Angora. Mäh. Ja, was machen Sie denn da, Herr Haselhuhn? Damit werden Sie bei mir kein Glück haben. Die Villa wird doch verkauft. Schämen Sie sich! Sie haben Herrn Schilling ruiniert. Was? Lieber Gott, wenn ich das geahnt hätte. Warum hast du mir nichts gesagt, Georg? Nie hätte ich die Villa von dir angenommen. In einer kleinen Dachkammer hätte ich mit dir gelebt. Kriegen Sie auch. Neulich hat er mir einen Chinchilla-Mantel bestellt. Ach, jetzt würde ich ein bescheidenes Kaninchen nehmen. Eine Pelerine mit Kapuze hätten Sie auch genommen. Überdies bekomme ich noch 10.000 Kronen von Ihnen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Aber ich schenke sie der Firma. Fräulein, unsere Firma braucht keine Geschenke. Wenn Sie sich verpflichten, nichts von Ihnen anzunehmen, bekommen Sie sofort das Geld. Ich schwöre. Wie viel sind Sie ihr schuldig? 10.000 Kronen. Wie viel bekommen Sie? 10.000 Kronen. 10.000 und 10.000 sind 20.000. Da sind wir gleich fertig. Wo ist die Tinte? Soll ich die Feder vielleicht im Mund tauchen? Moment. Bitte? Was ist das? Eine Füllfeder. Also. Hoffentlich schreibt sie. So. Das gehört Ihnen. Danke. Das gehört? Mir. Sie kommen doch heute Abend ins Theater. Ich werde allein für
Sie spielen. Da werden Sie allein für sich spielen, denn ich komme nicht. Ja. Auf Wiedersehen, Bubi. Wiedersehen. Wie habe ich das gemacht? Großartig. Jetzt gehe ich ins Büro, weiter Krach machen. Hier. Niemand darf weggehen, alles muss da bleiben. Heute werden Überstunden gemacht. Niemand da. Na, da hör doch alles auf. Halt, halt, alles vorwärts, vorwärts. Was ist das für ein Gemüse? Das ist ein Kranz und Blumen für das Fräulein Angora. So. 1000 Kronen hat das gekostet. 1000 Kronen, so ein Blödsinn. Kauft euch lieber etwas Warmes für den Bauch. Aber das zahlen doch nicht wir. Das zahlt doch alles die Firma. Die Firma wird das bezahlen. Zurück damit. Das Geld wieder her. Wohin gehen Sie, Fräulein? Ich habe eine Karte ins Kabarett bekommen. So, das würde Ihnen passen. Ins Kabarett. Das werden Sie nicht. Das werden Sie mir abschreiben. Und morgen übersiedeln wir mit sämtlichen Geschäftsbüchern in die Villa der Bussi Angora, wo ich das Liquidationsbüro der Firma Schilling und Company eröffnen werde. Kabarett. Oder ja. Es gibt auf dieser Welt eine Unmenge Geld, doch nicht für mich. Viele Leute sind reich, haben Tausende gleich, doch wo bleibt? Ich aber warte immer mit einem Hoffnungsschimmer. Vielleicht kommt doch ein Mann, vielleicht fällt doch ein Strahl vom Glück auf mich. Ein Tipp, Fräulein, im Leben allein braucht so ein bisschen Sonnenschein. Sehnt sich nach ein bisschen Glück. Andere Leute haben so schön, sie aber darf am Zaun etwas stehen und für sie bleibt nichts zurück. Und wenn der bleiche Mond in der Nacht in ihrem Zimmer lacht, thank you.
jetzt gelernt haben. Wenn Fräulein Angora kommt, fest applaudieren. Schönster aller Gottesgaben ist es, Sixäpfel zu haben, weil man das nicht kontrollieren kann. Aber bei gewissen kühlen Männern hilft kein Sixäpfel. Ach, ich kenne selbst so einen Mann. Na sagen Sie, was kann ein so ein Mann schon sein, wenn er so sitzenrein und so korrekt? Er geht durchs Leben wie mit einem Heiligenschein und alles hat vor seinem guten Ruf Respekt. Nichts verlockt ihn, er ist unerbittlich, falsch und sittlich, nichts verfängt bei ihm auf mich, setzt er sich ein. Ich glaub, er predigt Wasser und trinkt heimlich Wein. Warum treff ich schon an, an so einen Mann? Theater. Aber hier wird er gleich herkommen. Er will nämlich aus dieser Villa ein Liquidationsbüro machen. Und sie wirft auf die Straße. Ich bin ja gekommen, um sie zu warnen. Was? Er will hierher kommen? Ach, das ist ja wunderbar. In einer Stunde wickle ich ihn so um den Finger. Den nicht. Der hat nämlich noch nie... Sie wollen mir doch nicht einreden, dass er noch nie ein Abenteuer mit einer Frau gehabt hat. Ein einziges. Und das ist übel genug ausgegangen. Denn die Frau hat er kaum kennengelernt, hat sie ihm schon in der ersten Stunde ein Kind geschenkt. Ein Kind? Wunderbar. Lachen Sie nicht. War sehr traurig für den armen Haselhuhn. 20 Jahre her, eines Morgens, er geht über die Brücke, sieht er, wie sich ein Mädchen wegen unglücklicher Liebe ins Wasser stürzen will. Er stürzt zu und reißt sie zurück, bringt sie in seine Wohnung, dort hat er ihr 100 Kronen gegeben, ist fort. Wie er wieder zurückkommt, ist das Mädchen fort und das Kind ist da. Das können Sie sich denken,
Er, der so besorgt um seinen Ruf ist, hat ihn natürlich sofort zu armen Schneidersleuten gegeben und hat sie abgefunden. Und seitdem hat er nie was von dem Kind gehört. So einer ist er. Na, der soll nur kommen. Den werde ich mir kaufen. Bin neugierig, wie Sie das anstellen werden. Ne Frau, was ist? Die Sekretärin und der Diener des Herrn Schilling sind da. Na und? Na und der Herr Haselhuhn hat veranlasst, dass hier ein Liquidationsbüro errichtet wird. Na was? Ja, und der Stöpsel hat erzählt, dass unsere Villa verkauft wird. Hier warten, Fräulein. Bringen Sie die Sachen von Herrn Haselhuhn ins Fremdenzimmer. Das schickt Ihnen Herr Haselhuhn. Adressen von der Wohnungsvermittlung. Was für Adressen? Nur Sie sollen doch jetzt in eine Dachkammer übersiedeln. Ah, Sie sind hübsch. Eine hübsche Sekretärin bei Georg, das passt mir gar nicht. Ach, Sie sind Ihres Freundes nicht ganz sicher. Bei den Männern gibt's keine Sicherheit. Das dürften Sie doch wohl auch wissen. Bei wem waren Sie zuletzt? Konsul Wieland. Hat dickes Geld, was? Der dürfte auch dieses Kostüm bezahlt haben. Ja, allerdings. Ein älterer Herr? Ja, ein älterer Herr ist er wohl. Ein alter Steiger. Sehen Sie, nicht einmal auf Jubelkreise kann man sich verlassen. Sie beschränken sich doch nicht auf diesen ehrwürdigen Herrn. Wie meinen Sie das? Hm? Einen braucht man fürs Herz und den anderen im Hintergrund für die Finanzen. Fürs Herz hätte ich einen. Aber der ist leider in festen Händen. Na, dann schnappen Sie ihn doch einfach weg. Darauf können Sie sich verlassen. Also viel Vergnügen mit Herrn Haselhuhn. Danke. Nein, mich brauchen Sie nicht hereinzuführen. Ja, ich kenne mich hier aus. Na, aber haben Sie Zeit? Ja, ja. Wozu? Ja, na, da können Sie sich eine neue Stellung suchen. Na, aber das Fräulein und Sie fliegen sofort heraus. Aber wie? Das Angora-Kätzchen braucht kein Kammerkätzchen. Spazieren Sie weiter. Spazieren Sie weiter. Tag, Fräulein. Waren Sie gestern im Kabarett? Nein. Waren Sie dort? Leider. Soll aber doch sehr schön gewesen sein. Zwischen 10 und 11 Uhr ist die Angora gekommen. Und was die mit mir getrieben hat, davon haben Sie keine Ahnung. Und angezogen war sie, ungezogen, wie ausgezogen sie war. Wenn ich in die Badewanne steige, habe ich mehr an. Diese Angora soll mir nicht unter die Augen kommen, sonst verendet sie unter meinen Händen. Haselhuhn, das bringen Sie doch gar nicht. Oh, was halten Sie von Haselhuhn? Fräulein, tun Sie mir einen Gefallen. Was denn? Ziehen Sie sich an, sonst kriegen Sie Heuschnupfen. Aber was habe ich Ihnen denn getan? Das fragen Sie noch, was Sie gestern im Theater mit mir aufgeführt haben. Vor allen Leuten setzen Sie sich auf meinen Schoß. Ich bin doch wieder aufgestanden. Na, aufgestanden haben Sie sich vielleicht auf meinen Knien etablieren wollen? Wenn man das in Milserich erfährt, wenn das der Generaldirektor erfährt. Telefon, geh hin.
Ich habe jetzt noch eine Konferenz. Und bis ich fertig bin, hole ich dich mit dem Wagen ab. Gut, auf Wiedersehen, Bubi. Sagen Sie, haben Sie hier einen Kindergarten? Warum lachen Sie, Sie Schwan? Was heißt Schwan? Na, ich wollte Sie nicht beleidigen, deshalb habe ich nicht Sie ganz gesagt. Das Lachen wird Ihnen vergehen, wenn ich Sie hinaus Elektroluxe. Meine ganze Hoffnung verloren. Wissen Sie, wie ich in meinem Leben hin und her gestoßen worden bin? Ihr Vater ist wahrscheinlich Speditär gewesen. Nein, ich hatte weder Vater noch Mutter. Ein Wunderkind. Wissen Sie, wo ich das Licht der Welt erblickt habe? Na? Bei einem fremden Herrn im Bett. Wahrscheinlich der Geliebte Ihrer Fräulein-Mutter. Glauben Sie? Ganz bestimmt. Und wissen Sie, was er behauptet hat? Dass er sie überhaupt nicht kenne. So ein Bergedrücker. Drückeberger. Bergedrücker. Doch Drückeberger. Und wissen Sie, was er für einen Roman erzählt hat? Er sah meine Mutter, wie sie sich gerade in das Wasser hineinstürzte. Er riss sie zurück und nahm sie aus reiner christlicher Nächstenliebe in sein Heim. Wann und wo ist das geschehen? In Colin vor 20 Jahren. Das stimmt. Sicher hat dieser Mensch das nur erfunden. No. Sagen Sie das nicht. So etwas kann auch in der Wirklichkeit geschehen. Vielleicht wollen Sie diesen Lumpen auch noch in Schutz nehmen. Beleidigen Sie mich nicht. Beleidigen Sie ihn nicht. Das kann ein sehr anständiger Mann sein. Ich bin überzeugt, dass zwischen ihm und Ihrer Mutter gar nichts vorgefallen ist. So. Und wofür hätte er ihr das Geld gegeben? Geld? Wie viel? 100 Kronen. Na, 100 Kronen. Wenn wirklich etwas vorgefallen wäre, hätte er ihr mindestens 130 gegeben. So. Stellen Sie sich vor, er nahm das hilflose Baby und brachte es zu ganz fremden Leuten. Was hätte der Mann machen sollen, wenn er keine Milch nicht hatte? Weiß Gott, was mit mir geschehen wäre, wenn sich meiner nicht ein Offizier angenommen hätte. Sie haben einen Offizier gehabt? Ja, ein Offizier von der Heilsarmee. Und dann entdeckte mich eine Dame und brachte mich ins Theater. Nun muss ich jeden Abend mich nackt der Menge zeigen. Und wer ist schuld daran? Ich. Wie? Ich bin erschüttert. Und jetzt wollen Sie mich vor die Tür setzen. Nein, Fräulein. Nein. Oh. Sie können ruhig hier bleiben. Oh, edler Herr, nehmt meinen Dank. Ehrwürdiger Wohltäter, einen Kuss. Kuss? Wohin? Auf die Lippen. Sie zupfen weg. Oh, nein. Nein. Einen Moment. Oh, der Herr, wie ich hab! Jesus, wie Sie mich erschreckt haben, da kann man ja den Jugendirrsinn kriegen. Na, Sie sind mir ja ein Schöner. Mich wollen Sie von ihr loseisen und Sie küssen sich mit ihr rum. Mit ihr rum? Was glauben Sie, was das Mädchen alles durchgemacht hat? Was denn? Sie war bei der Heilsarmee. Na, lassen wir das. Ja. Die Hauptsache ist, die Gläubiger wollen nicht mehr warten. Wir brauchen sofort 1 Million, sonst sind wir morgen verkracht. Verkracht? Gibt überhaupt nur noch eine Rettung? Ich muss die Tochter des Konsul Wieland heiraten.
Frage ist nur, ob sie mich überhaupt will. Aber will. Sie soll froh sein, wenn sie überhaupt einen Mann kriegt. Vielleicht hat sie es gar nicht so eilig. Oh, was bringen Sie uns denn, liebes Fräulein? Herr Schilling, ich finde da eine Aufzeichnung, wonach ein junges Mädchen 1 Million erhalten soll. Ist das schon erledigt? Erledigt? Nein. Es ist eine Verbindlichkeit unserer Firma. Mein Onkel, der frühere Seniorchef unserer Firma, war nämlich ein großer Kavalier. Ja. Na, reden wir lieber nicht davon. Wir reden nicht davon. Also, gehen Sie zum Rechtsanwalt, lieber Haselhuhn. Ja. Er soll das Mädchen hinhalten, bis dieser Konsul mit seiner Tochter angedampft kommt. Ja, hoffentlich kommt sie bald, die dumme Pute. Was ist denn das da hier? Haselhuhn! Ja, Sie haben jetzt gut lachen, aber ich bin übel dran. Ach, Sie Arme, weil Sie Fräulein Wieland heiraten müssen. Ja, jetzt hilft nichts, jetzt muss ich in die saure Braut beißen und... Und Ihre Pussy aufgeben, ja? Auch mit der bin ich doch schon längst fertig. Ach, also dann werden Sie jetzt ein treuer und solider Ehemann werden. Ja, wenn ich Sie heiraten könnte, sie würde ich auch ohne Millionen nehmen. Wirklich? Also, ich kann diese Million jetzt zu den Belegen der anderen Gläubiger legen. Vor der Gläubigerin ist mir nicht bange. Die wohnt doch in irgendeinem gottverlassenen Nest. Wem suchen Sie, Fräulein? Den Herrn Schilling, bitte. Herr Schilling ist nicht zu Hause. Herr Stöpsel hat's aber gesagt. Ja, Herr Stöpsel ist ein Idiot. Weil ich nämlich heiraten soll, bitte. Indem ich nämlich 1 Million Mitgift bekomme zum Heiraten, bitte. Sie bekommen 1 Million? Kommen Sie mit, Freunde. Herr Doktor, ich habe eben den Oberrevisor Haselhuhn zu Ihnen geschickt. Er muss gleich bei Ihnen sein, ja? Auf Wiedersehen. Nanu, warum sind Sie denn nicht zum Rechtsanwalt gegangen? Wenn wir nicht bis Ende des Monats 400.000 Kronen bezahlen, sind wir unwiderruflich pleite. Pleite? Wir? Ja. Ich besorge das Geld ohne ihn. Ach, aber... Sie müssen heiraten. Ja, aber dieser Konsul kommt doch nicht. Zu was brauchen wir den Konsul? Ich hab eine ganz andere Partie für Sie. Einen Moment. Sie ist draußen. Was? Die da? Jawohl, da die. Na, was sagen Sie zu ihm? Er ist hübsch. Nicht wahr? Und wollen Sie ihn heiraten? Ja. Ja? Ich mache es schon. Was sagen Sie zu ihr? Ja, aber... Wie viel Mitgift bekommen Sie? 1 Million, bitte. 1 Million, bitte. Von wem bekommen Sie das Geld? Vom Vater, bitte. Vom Vater, bitte. Und wo wohnt der Vater? Der ist schon lange tot, bitte. Der ist schon lange tot, bitte. Wie heißt der Vater, bitte? Herr Geheimrat Gottlieb Schilling. Bitte, Herr Geheimrat Gottlieb Schilling, bitte. Mann, Gottlieb Schilling war doch mein Onkel. Und das ist die Million, die wir auszahlen sollen. Wirklich? Na was denn, Idiot. Sie können den Herrn nicht heiraten. Warum? Er ist krank. Tja. Er hat den Bandwurm und einen Wasserkopf. Dann nehme ich mir einen anderen, denn heiraten will ich. Nein, Sie dürfen nicht heiraten. Doch. Nein, Sie dürfen doch nicht heiraten. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Sie dürfen nicht heiraten. Sie dürfen nicht heiraten.
Sie denn? Ich erwürge Sie lieber, bevor ich ihr die Million auszahle. Na, jetzt können wir anfangen, Hilferufe auszusenden. SOS, Schiff in Not. Kapitän, nicht den Kopf verlieren. Noch haben wir eine Hoffnung, den Konsul. Ach, wenn der Idiot nur schon da wäre. Ja, wenn er nicht bald kommt, trifft mich der Schlag. Was ist denn? Was fehlt Ihnen? Was haben Sie? Wo ist das Badezimmer? Warum? Kalte Umschläge, kaltes Wasser. Sonst bekomme ich wieder meine Anfälle. Was für Anfälle? Als ich klein war, hat mich mal mein Mütterchen viel zu heiß gebadet. Und seitdem kriege ich diese Anfälle. Ja, Papa, wie kommst du denn hierher? Och, das handelt sich um eine Angelegenheit, über die ich dir im Augenblick keine weiteren Mitteilungen machen kann. Dann werde ich dir weitere Mitteilungen machen. Komm mal her. Da komm her. Schau mich an. Du bist verliebt. Och. Ja, in die Pussy Angora. Erlaube mal. Nein, Papa, das erlaube ich dir nicht. Und außerdem hast du gar keine Chance. So. Schon ein anderer da. Ein jüngerer. Och. Darf ich dir Herrn Georg Schilling vorstellen? Wo denn? Na da. Ah, und da finde ich dich in der Wohnung seiner Geliebten? Ah, das ist aber stark. Sofort kommst du mit mir. Nein. Na, sei doch vernünftig. Nein. Also komm doch mit, mein Liebling. Nein. So. Hallo. Was wollen Sie von den Mädchen? Herr Haselhuhn! Bravo, Herr Haselhuhn! Ja, das ist ja der Pavian aus dem Kabarett. Sie wollen das Mädchen entführen? Entführen? Aber Unsinn! Die Dame kommt mit mir nach Hause. Nein, sie bleibt hier. Das würde Ihnen so passen, so ein hübsches Mädchen. Sie alte Wüstling. Was? Ist ja skandalös. Ja, skandalös. Oh, was erlauben Sie sich? Ich erlaube mir. Marsch hinaus. Ach, da hört sich aber alles auf. Nein, das hört nicht auf. Das fängt erst an. Was fängt Der kommt so schnell nicht wieder. Warum lachen Sie, Fräulein? Wissen Sie, wen Sie da hinausgeworfen haben? Ne? Herrn Konsul Wieland. Das haben wir gut gemacht. Der Mann war meine letzte Hoffnung. Ich habe ihn rausgeworfen. Daran sind nur Sie schuld, Sie langbeinige Butterblume. Glauben Sie, wie sprechen Sie denn? Das ist doch eine Dame. Aber Daumen hin, Daumen her, am liebsten möchte ich Sie mit dem nassen Lappen. Also das geht doch zu weit, Herr Schilling. Bitte? Ich möchte Sie um eine Entlassung bitten. No. Wie Sie wünschen. Ja. Der Herr Konsul erwartet Sie wohl. Ja. Allerdings, ich bin nämlich seine Tochter. Kreuzbataillon-Element. Ja, Herr Konsul, was machen Sie denn hier? Ich wollte der Künstlerin meine Aufwartung machen, um ihr ein paar freundliche Worte zu sagen, aber ich bin nicht sehr gut empfangen worden. Kommen Sie, mit mir zusammen werden Sie sicher eine gute Aufnahme finden.
Ja, hoffen wir das Beste. Was machen wir jetzt? Mich fragen Sie nicht, ich habe eine Funktionsstörung. Und dieses süße Mehl, muss ich jetzt Sie haben können? Das glaube ich nicht. Ich habe ihr alles aus ihrem Privatleben erzählt. Was? Ja. Auch das noch? Sie, jetzt habe ich aber genug. Pussy hätten Sie hinauswerfen sollen. Stattdessen knutschen Sie sich mit ihr herum. Den Konsul hätten Sie mit Glasé-Handschuhen anfassen sollen. Stattdessen werfen Sie ihn hinaus. Sie, wenn mir jetzt noch das Geringste vorkommt. Ich bin der größte Hornochse, der in Meserich aufzutreiben war. Wer? Sie! Also, Maurizio Laudica. Mama! Mama! Hallo, hallo, hallo! Was ist die? Was haben Sie? Wasser. Einen Augenblick. Ah. Hallo, 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 hallo! Kaltes Wasser! Ja, Moment doch! Hallo, hallo! Eiskaltes Wasser! Ach, geht los ins Badezimmer! Hallo, hallo! Was ist das für ein Lärm? Hilf mir! Hilfe! Stell ihn unter die Dusche! Gnädige Frau, der Generaldirektor ist da. Im Vertrauen, lieber Konsul. Hier bin ich, Hahn im Korb. Na, mir scheint, als ob es in diesem Haus mehrere Hähne gäbe. Einer davon hat mich vorhin ganz gehörig angekräht. Ein Mann in diesem Hause? Mhm. Wissen Sie vielleicht, wer es war? Ach, sehen Sie mal die Fotografie an. Aber das bin doch ich. Wie Sie sich verändert haben. Vorhin sahen Sie ganz anders aus. Na, aber ernsthaft. Der Mann, dessen Bild in diesem Rahmen vorhin war, das war der, der mich angekräht hat. Der fühlt sich hier zu Hause wie ein Fisch im Wasser. Bubi, dass du schon da bist. Wollen wir fahren? Wie denn? Im Negligé? Ach, natürlich. Ich hatte ganz vergessen. Willst du mich nicht bekannt machen? Konsul Wieland. Oh. Da ist ja noch ein Herr, den ich nicht kenne. Georg Schilling. Meine Gnädigste. Ist das vielleicht der Herr, der Sie vorhin angekräht hat? Nein, der war es nicht. Dann steckt er da drinnen. Bubi, du glaubst doch nicht, dass ich dich betrüge. Ich bin sogar überzeugt davon. Und da drinnen steckt dein Geliebter. Och, Herr Generaldirektor. Herr Haselhuhn. Ja. Statt in der Kanzlei finde ich Sie im Boudoir einer Schauspielerin. Aber Herr Direktor... Ruhe! Und noch dazu in diesem Aufzug. Aber Herr Direktor... Ruhe! Schämen Sie sich. Ja, ich meine... Ruhe! Und hinaus! Aber Herr Direktor... Hinaus! Jawohl. Es hat sich ausgebubbt. Wir sprechen uns noch. Adieu, meine Gnädigste.
Der wäre erledigt. Sie nur die Türe zu. Ich kann Zugluft nicht vertragen. Latte, was machst du hier? Goldene Uhr. Ah. Aber Sie haben nicht bei mir gefunden. Ah. Weil bei mir haben Sie noch nie was gefunden. Ja, Mensch, wie siehst denn du bloß aus? Ja, was haben Sie denn mit dir gemacht? Mich haben sie zu Haus so heiß gebadet, das Wasser hatte 40 Celsius. Das hat mir schon als Kind so sehr geschadet, dass ich noch heute drunter leiden muss. Ich komm so leicht in Hitze, ich bin so schwer nervös, ich zitter und ich schwitze, ich werde bleich wie Kös. Mich haben sie zum Haus zu heiß gebadet und davon bin ich heute noch ganz verdreht und blöd. Ich möchte Sie um Verzeihung bitten, Herr Schilling, dass ich mich unter falschem Namen hier eingedrängt habe. Aber ich wollte Sie doch kennenlernen. Und was haben Sie gefunden? Dass Sie der leichtsinnigste Mensch unter der Sonne sind. Ich weiß es und ich bereue es. Aber das kann mich doch nicht vor dem Konkurs retten. Ein reicher Kompagnon könnte Sie retten. Aber wo soll ich den herbekommen? Hier steht er. Was? Sie wollten wirklich... Unter einer Bedingung. Nun? Ich bin Aufsichtsrat. Gemacht. Aber ich habe auch eine Bedingung. Sie müssen sich länger binden. Lebenslänglich. Erst das Geschäft. Geschäft? Herr Haselhuhn wird sich freuen. Wo ist er denn? Hallo, hallo! Aufstehen! Spielen Sie hier keinen Engel. Passt und verhört! Führen Sie mich nicht wie eine Braut zum Traualtar. Ich kann allein gehen. Ich weiß Bescheid. Ruhe. Jawohl, Herr Kommissionär. Kommissär. Kommissär. Kommissär? Kommissär. Es handelt sich um Folgendes. Ja, was ist denn eingefallen, am hellen Tag im Damenhemd durch die Straßen zu laufen? Ich bin unschuldig. Das kenne ich. Sind nicht, Sie alle. Nicht wahr? Hm. Ihr Name, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie Sie heißen. Wie Sie heißen. Wie Sie heißen. Ich? Na, ich. Er. Also, wie heißen Sie? Ich, nicht wahr? Ja. Christoph Silvester Haselhuhn. Haselhuhn? Jawohl. Warum lachen die Herren? Na,
Also Sie sind der Komiker, der gestern Abend im Kabarett aufgetreten ist? Ich bin kein Komiker, ich bin Oberrevident in Meseritsch. Da machen Sie solche Sachen, erregen öffentliches Ärgernis durch Verletzung der Sittlichkeit? Ich bin unschuldig, man hat sich an mir vergangen, man hat mich vergewaltigt. Eine Dame, ich erhebe Anklage gegen diese Bussi Angora. Sie hat mich beleidigt, sie hat ein dummes Lied über mich gesungen. Sie hat gesungen, Ja, können Sie an den Wortlaut erinnern? Das werde ich nie also vergessen. Sie das. Schönste aller Gottesgaben ist es, Sexappeal zu haben, weil das niemand kontrollieren kann. Aber bei gewissen kühlen Männern hilft kein Sexappeal. Ach, ich kenne selbst so einen Mann. Bitte mich, was sagen Sie zu Haselhuhn ganz allgemein? Er ist so sittenrein und so korrekt. Er geht durchs Leben wie mit einem Heiligenschein. Und alles hat vor seinem guten Ruf Respekt. Nichts verlockt ihn, er bleibt unerbittlich, keusch und sittlich. Nichts verfängt bei ihm auf, nicht lässt er sich ein. Was sagen Sie zu Haselhuhn ganz allgemein? Er stellt sich ganz verkehrt auf Liebe ein. Tum! Haselhuhn. 9000! 10.000 Jahre könnte meine fliegende Haselhuhn noch wegbleiben. Oh, da ist er ja. Ausgerechnet jetzt. Haselhuhn, nun sagen Sie, wo stecken Sie denn? Auf der Polizei. Die ganze Nacht. Ja, wie sind Sie denn da hingekommen? Also, ich laufe von hier weg und wurde sofort wegen Erregung der öffentlichen Sittlichkeit verhaftet. Daran war nur dieses verflickte Damenhemd schuld. Die ganze Nacht war ich, armes Haselhühnchen, eingesperrt in einer Kerkerzelle. Ich war so müde. So müde, dass ich sofort eingeschlafen bin. Ich hatte einen herrlichen Traum. Ich war im Himmel und hatte gerade Dienst als Oberrevident der Schutzengel. Warum hat man uns denn zusammengerufen? Oh, himmlischer Herr Oberrevident, Schönheitskonkurrenz. Der schönste Engel soll heute ausgesucht werden. Wirklich? Wohl? Ja, ja. Wie sehe ich aus? Alles in Ordnung? Adellos. Ja? Alles. Sind wir keine Motten in die Fliege gekommen? Nämlich da unten kitzelt's. Da hier. Ja. Mit. Auserwählt aus der Engelschar. Ich gratuliere dir. Oh, einen Moment, einen Moment. Wieder kein Federweiß. So. Du fliegst nach Prag. Ich soll nach Prag fliegen? Ja.
Du meldest dich auf dem Wenzelsplatz bei dem Apotheker zum Blauen Engel. Warum? Er braucht einen schönen neuen Engel für sein Firmenschild. Ich komme ins Schaufenster als blauer Engel? Halleluja! Umgehängt, ganz frisch lackiert. Ich musste erst paar Mal im Zimmer herumfliegen, damit sie trocknen. Und dann öffnete Petrus den Himmel und schups war ich draußen auf der Milchstraße. Nun war ich ein ganz kleines, unschuldiges Engelein und konnte noch gar nicht fliegen. Ich habe nur mit den kleinen Beinchen so gemacht. Bitte? Wie? Amerika bietet $50,000 für Haselhuhn. Du bist doch einverstanden, dass wir Haselhuhn nach Amerika verkaufen. Natürlich. Mich wollen Sie nach Amerika verkaufen? Sofort abschließen. Aber nein, es handelt sich doch nicht um Ihre geschätzte Person, Herr Haselhuhn. Es handelt sich doch nur um den Schlager, der unsere Firma vor dem Ruin retten soll. Und der Held dieses Schlagers sind doch Sie. Das bin ich nicht, Herr Schilling. Ich bin ein Held der Feder, des Tintenfasses, der doppelten Buchführung. Ich bin Oberrevident in Meseritz und kein Hanswurst aus einem Schlager. Aber kränken Sie sich doch nicht, Haselhühnchen. Sie haben uns missverstanden, Herr Haselhuhn. Wir wollten Ihnen doch nur eine bessere Existenzmöglichkeit bieten. Danke für die Liebenswürdigkeit, aber mein Platz ist in Meseritz, wo mich meine Mitbürger achten und schätzen, aber nicht über mich lachen. Ich gehe dem Herrn Generaldirektor Bericht erstatten. Gott mit euch. Haselhuhn, da geht er hin. Na, hoffentlich nimmt er meinen ganzen Leichtsinn mit. Mahlzeit! Stöpsel! Tja, was soll denn dieser Aufzug? Warum sind Sie denn nicht im Büro? Herr Chef, ich bitte um meine Entlassung. Ich habe mich nämlich verlobt. Verlobt? Stöpsel verlobt sich. Mit wem denn, um Gottes Willen? Na, wer ist denn die Glückliche? Einen Moment. Hier steht die Glückliche. Mach einen Knicks. Komm. Herr Chef, als zukünftiger Ehegatte neben stehenden Fräuleins Aloysia ersuche ich um sofortige Auszahlung der Mitgift von 1.000.000 Kronen, in Worten 1.000.000 Kronen, widrigenfalls ich die Strafanzeige wegen tätlicher Ehrenbeleidigung und schwerer Körperverletzung erstatten müsste, begangen an neben stehenden Fräulein Aloysia durch Würgen, Kratzen, Stoßen und Ausrenken des linken Mittelfingers. Punkt. Als Beweis dessen lege ich ein ärztliches Zeugnis vor, in welchem das Vorhandensein von Würgespuren in 5 Kronenstücken Größe am Halse der Kronzeugin bestätigt wird. Punkt. Aber Sie brauchen doch keine Angst zu haben, Herr Stöpsel. Fräulein Aloysia bekommt ihre Mitgift auf Heller und Pfennig. Ich garantiere für die Auszahlung. Ich wünsche Ihnen alles Glück zur Verlobung. Punkt. Herr Haselhuhn ist da. Soll er reinkommen? Ach, Herr Generaldirektor,
Ich möchte gern den gestrigen Vorfall aufklären. Danke, ich weiß Bescheid. Oh, desto besser. Da kann ich versichert sein, dass es mir gelungen ist, die geschätzte Zufriedenheit... Bitte beeilen Sie sich, ich gebe Ihnen 5 Minuten Zeit. Jawohl, Herr Generaldirektor. Ach so. Hallo, Polizeikommissariat Wassergasse. Hier Generaldirektor Bruckmann. Ach, Sie haben die Uhr bei dem verhafteten Taschendieb nicht gefunden. So. Dann muss sie ein anderer Gauner in der Tasche haben. Ja. Ja, es handelt sich um eine goldene Uhr mit einem goldenen Stern als Anhänger. Benachrichtigen Sie mich dann, Herr Kommissar. Dankeschön. Ja, was machen Sie denn da? Ach, Herr Generaldirektor, einen hübschen Anzug haben Sie. Wirklich. Bei welchem Schneider lassen Sie arbeiten? Aber lassen Sie das doch. Jawohl. Was wollen Sie denn? Herr Generaldirektor, ich habe gehört, dass Sie in den nächsten Tagen Ihr Jubiläum feiern. Gestatten Sie mir, dass ich Sie im Namen der Angestellten herzlichst beglückwünsche und umarme. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, jawohl. Bitte. Vielen und herzlichen Dank, Herr Generaldirektor. Oh, jetzt brauche ich Sie nicht mehr. Mein lieber Haselhuhn, mir scheint, dass Ihre Nerven in der letzten Zeit doch sehr stark gelitten haben. Wir werden Ihnen einen längeren Urlaub gewähren. Oh. Lassen Sie sich das Gehalt bitte für ein ganzes Jahr vorauszahlen. Vielen Dank. Denn auf Ihre ferneren Dienste müssen wir leider verzichten. Was bedeutet? Sie sind entlassen. Generaldirektor, das ist mein Todesurteil. Abgebaut. Kein Oberresident mehr. Ein ganz gewöhnlicher Haselhuhn, den niemand mehr bemerkt. Durch die Hintertür muss ich in mein Haus schleichen, damit mich niemand sieht.
Sehr geehrter Herr Haselhuhn, alle Augen sind auf Sie gerichtet und keines bleibt trocken bei dem Gedanken, dass Sie ab heute die Geschicke unserer Gemeinde lenken werden. Als Zeichen der Würde des Bürgermeisters überreiche ich Ihnen diese Kette. Führen Sie unsere Gemeinde zu Glück und Wohlstand. Das walte Gott. Wirklich? Ehrenwort. Mitbürger, Freunde, Römer, Meseritscher, ich danke für euer Vertrauen und werde die Bestellung zu eurer Zufriedenheit ausführen. Ich ernenne Meseritsch zu meiner Residenzstadt. Und jetzt, meine Wähler, auf zum Rathaus.